Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tariag Mitzvot, 613 Mitzvot von die Torah. Heute Be'ezrat Hashem Mitzvah 234. Nicht bevorzugen eine größere Mensch in Gericht. Lo lechabed gadol badin, nicht extra Kavod und Ehre und Respekt zeigen ein großer Mensch von einer von die beide. Und so steht geschrieben in die Torah, Kapitel 19, tun nicht Unrecht in Gericht. Und jetzt kommt, und nicht Rücksicht und einem großen, nicht bevorzugende Ehre. Nach Recht richte deinen Nächsten. Okay? Und einem großen, nicht bevorzugende Ehre. Sage nicht, er ist reich. Ein Sohn eines großen Geschlechts. Er ist ein Adliger, er ist ein Prominent, er ist ein Politiker, er ist von dem und dem. Und wie kann ich ihn beschämen und seine Schande sehen? Das wäre strafbar. Durchsteht, ehre nicht das Angesicht eines Großen. Also wir sehen, dass die Torah sagt uns, dass der Dayan soll der Richter, wenn es kommt eine Große und eine Kleine, soll er nicht jetzt dem Großen sagen, ja, Shalom Aleichem, wie geht's dir, Herr Chef, Herr Oberbürgermeister, Herr Präsident, Herr reicher Mensch, und soll er ihm nicht zeigen mehr freundliche Miene oder ihm zu viel fragen, wie es ihm geht, weil der andere spürt sofort, er hat es verloren. Oder es ist gekommen ein Reicher und der Richter denkt, aha, er ist doch bekannt und er schämt sich, der Richter hat Angst vielleicht. Er muss Entscheidungen treffen nach die Wahrheit. Interessant steht in Choshen Mishpat, in unsere Gesetze, Paragraph 7, dass ein Richter darf nicht im Gericht sitzen, wenn es hat zu tun mit seiner Stadt oder es gibt eine Anklage gegen seine Stadt, weil er seine Stadt liebt. Also genauso sieht man, dass im Gericht gibt es sehr viele bevorzugende Menschen. Und hier in diesem Mitzvah 234 geht das nicht bevorzugenden eine Große. Dass er ist in eine bessere Position, in größere Amt, er ist ein großer Rabbi, ein großer Professor, ein Universität. Chef, und du denkst, oh, ein Tag muss mein Kind ins Uni. Und es ist klar, was steckt dahinter. Was steckt sich in diesem Mitzvah? Eins soll er nicht sagen, eine ja, der Ehrenvolle, nehmen Sie bitte Platz, und der andere steht. Weil es steht geschrieben, Elohim Nitzav Ba'adat El, Gott befindet sich im Gericht. Und wenn er will, er kann sagen, beide sollen sitzen, aber normalerweise müssen die beide stehen. Oder beide stehen, und das ist am liebsten, so wie es steht geschrieben im 5. Buch Mosche, Kapitel 19, Ve'amdu Shnei Anashim, dass die Leute stehen, aber wenn nicht, sollen sitzen. Aber beide. Und diesen Gericht ist in jedem Ort, in jeder Zeit, bei Männern. Und interessant, der Minchas Chinuch sagt, auch bei Frauen, wenn die Männer haben sich entschieden zu nehmen eine Frau als Richterin, auch die Richterin, und das ist für mich eine sehr große Überraschung, dass der Minchas Chinuch schreibt,
dass in Geld, juristische Sachen, wenn das ist nicht Din Torah, auch eine Frau kann sein eine gute Richterin, und auch eine Richterin soll nicht eine bevorzugen, eine dem anderen. Aus verschiedenen Gründen kann auch bei Frauen sein, dass sie jemand bevorzugt in bestimmten Strafrecht. Sie sieht die Sachen vielleicht als Frau-Perspektive und sie kann auf die Seite von der Frau sein, zum Beispiel, wenn der Mann war ein Gewalttäter oder so, weil sie versteht die Sachen von ihrer Perspektive. Trotzdem spielt keine Rolle, ob der Richter ist ein Mann oder der Richter ist eine Richterin, eine Dame. Beide müssen alle Parteien genauso ehren und respektieren und nicht eine bevorzugen, weil er ist groß, reich, großen Stammbaum hat, starke Position hat. Und wenn einer hat diesen Verbot getreten, bekommt er keine Strafe, aber es ist von Hashem bestraft und es ist eine Annullierung von einem Gebot. Bezedek tishpot amitecha, mit Ware und Gerechtigkeit sollst du dem anderen richten, und das ist unsere kommende Mitzvah. Shkoyach.